Kennen Sie diese Leute? Ihre Schwiegertochter? Ihre Bankberaterin? Ihr Krankenpfleger? Sie alle feiern mit 20.000 Gleichgesinnten aus aller Welt an 4 Tagen schwarz. Beim 25. Wave-Gothic-Treffen, dem vielleicht größten Gothic-Festival auf Erden. Verständnislos bis argwöhnisch wurden die Schwarzen anfangs in Leipzig beobachtet. Alles Todessehnsüchtige? Man hat allmählich erkannt, dass es eben nicht nur irgendeine komische Jugendkultur ist, wo Leute mit seltsamem Make-up und komischen Frisuren rumlaufen, die irgendwie seltsame Musik hören, sondern dass da eben schon eine gewisse Substanz auch drinsteckt, die man mit Konsum nicht erklären kann. 1988 passiert etwas, das als Vorläufer des Wave-Gothic-Treffens gelten kann. Michael Brunner ist in Potsdam zu Besuch und hat Lust, mit Gleichgesinnten eine Fete in der Schlossruine Bellevue zu feiern. Ein Anruf genügt, der Rest ist Geschichte. Als der Zug einfuhr, erinnere ich mich noch, waren die Fenster auf und so die Haarprachten hingen da so raus. War ich sehr, sehr stolz darauf, weil irgendwie aufgrund meines Anrufs dort wahnsinnig viele Leute gekommen sind, von überall her. Und es waren auch Leute aus Halle da und aus Thüringen, aus Saalfeld, glaube ich. Und so, dass das dann vielleicht 150 Leute waren oder so. Mit der DDR zerbrechen viele Subkulturen. Abgrenzung mit offenen Grenzen funktioniert nicht mehr. Es entstehen neue Szenen, die oft nicht politisch sind, sondern sich an Mode- und Musikstilen orientieren. Abgeleitet von den Musikgenres New Wave und Gothic findet 1992 das erste Wave- und Gothic-Treffen in Leipzig statt. 2 Tage, 8 Bands, 2000 Besucher. In der Anfangszeit war es halt also die klassische Geschichte von Enthusiasten machen was aus der Szene für die Szene. Es wird zum Selbstläufer, sie übernehmen sich, weil sie eben Amateure, semiprofessionelle Freizeitveranstalter und quasi Enthusiasten waren. Und gut, dann kracht halt irgendwann die betriebswirtschaftliche Realität über einem zusammen. Und dann war das also dann 2000 erstmal gelaufen. Insolvenz. 20.000 Besucher hängen plötzlich in der Luft. Konzerte fallen aus, Bühnen werden abgebaut. Als in der Pressekonferenz die Tragweite des wirtschaftlichen Versagens deutlich wird, passiert Erstaunliches. Teile des Organisationsteams, technische Dienstleister, Künstler und sogar die Besucher selbst erklären sich bereit, das Festival zu Ende zu führen. Ohne Bezahlung. In Messehalle 16 und in der Moritz-Bastei geht die Rechnung auf. Die Polizei und die Stadt Leipzig leisten Hilfe. Trotzdem steht der Name für das 9. Wave-Gothic-Treffen fest. Chaos WGT. Ich finde es eigentlich cool, dass das Festival trotz der ganzen organisatorischen Schwierigkeiten doch noch so gut geklappt hat. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass das, was man eigentlich zurzeit in der Presse hört oder im Radio, dass es eigentlich nur die negativen Sachen sind über die Insolvenz und nicht, wie ruhig das Ganze hier abgeht. Wenn das hier ein Metal-Festival wäre, dann läge Leipzig schon längst in Schutt und Asche. Die Besucher kommen auch 2001 wieder. Der neue Veranstalter kooperiert mit der Stadt. Leipzig ist schwarz. Genau wie die Zahlen. Eine Touristenattraktion. Die Gäste lassen in 4 Tagen geschätzte 4 Millionen Euro hier. Doch eine Frage bleibt. Ja, was ist denn die schwarze Szene überhaupt? Das ist natürlich, das kann man nicht beantworten. So, das ist so komplex und vielschichtig, wie es halt Menschen sind, die daran teilnehmen und die alle ihre persönliche, individuelle Agenda da reintragen und dadurch zu der Gesamtheit dieses Phänomens beitragen. In Leipzig trifft sich die BDSM-Szene. Es gibt Rollenspieler, Schwarzromantiker, Goten, Steampunks, Mittelalterfans, alte und junge Menschen. Die schwarze Bewegung hat kein einheitliches Auftreten, keinen festen Wertekodex, keine politischen Ziele. Eine Szene, wo Jungs sich schminken können und Mädels sich die Haare ausrasieren und sonst wie halbnackt rumlaufen können. Und in dieser Szene kann man sich als Mit-50er männlichen Geschlechts mit einer Mit-20erin in Strapsen unterhalten, ohne dass einem unterstellt wird, man wäre jetzt ein perverser alter Sack oder so. Also liberal ist wahrscheinlich so der kleinste gemeinsame Nenner, der auf alle da irgendwo zutrifft, selbst auf die, die sich konservativ nennen. Das Wave-Gothic-Treffen mitten in Leipzig und gleichzeitig Ausdruck einer freien Gesellschaft.